Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ja, wie gesagt, Tür ist offen. Und ich bin noch nicht mit euch reingegangen. Oh. Ein Waffenschrank. Ja, komm, wollen wir den plündern? Wollen wir den plündern? Kann ein bisschen dauern, das zeige ich euch jetzt schon, aber vielleicht ist da was Gutes drin. Wollen wir plündern? Ja, komm, wir plündern. Dann seht ihr auch mal, wie langwierig so ein Prozess sein kann. Ist halt nicht alles so einfach, so Larifari-Killerschlecken, nein. Manchmal muss man da mit viel Geduld und Ausdauer beigehen. Was bei unserem Charakter momentan ziemlich schwierig ist. Ausdauer 73. Ja, wir sind schon ziemlich weit runter. Aber das kriegen wir auch wieder hoch, das ist kein Problem. Das sollten wir irgendwann schaffen. Ihr seht, je weniger Ausdauer wir haben, desto weniger Schaden machen wir an dem Gerät. Und je kaputter unsere Waffe ist oder unser Werkzeug, desto weniger Schaden machen wir. Also spielt alles schon zusammen. Natürlich gibt es ein paar kleine Tricks, die man nutzen kann, um Ausdauer wiederherzustellen. Aber im Groben und Ganzen ist es trotzdem eine ziemlich langwierige Arbeit hier. Ich habe den Safe Knacker Blues. Dün, 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 dün. Er fährt mir durch Mark und Bein. Din, din, din. Das ist der Safe-Knacker Blues. Din, din, din. Der Safe-Knacker Blues. Der Safe-Knacker Blues. Oh. Steinaxt kaputt. Weiter geht's. Richtiges Metal-Konzert. Ich weiß, der war wirklich, wirklich sehr, sehr unterstes Niveau. So, die verlieren jetzt ein bisschen Kraft. Die Früchte. Haben wir auch schon fast geschafft. Sitzen ja nur seit 4 Minuten da dran. Kriegen wir hin. Ich hoffe mal, da ist etwas drin, was sich lohnt. Ansonsten wäre ich sehr, sehr enttäuscht. Das hatte ich auch schon bei meinem anderen Speicher auf bei ein paar Wand-Saves gehabt. Da habe ich ja echt stundenlang dran gesessen, die Scheißdinger da aufzuhauen. Und was war drinne? 20 Stück Papier. 20 blöde Stücke Papier. Ihr könnt euch ungefähr meine Reaktion vorstellen. So, der Schrank ist offen. Siehst du, abgesägte Schrotflinte, bisschen Schrotflintenmunition, kurzer Schrotflintenlauf und Schrotflintenteile. Alles sehr gut. Dann hauen wir das mal weg. Die hauen wir auch mal weg. Kochtopf haben wir auch mal weg. Brauchen wir jetzt momentan sowieso nicht.
Packen wir da rein und schon haben wir genug Platz für die ganzen Sachen. So. Dann tauschen wir mal die kleine Pistole gegen die Schrotflinte. Die wollen wir uns nämlich mal angucken hier. Ah, sehr gut. 10 Schuss haben wir dafür. Fürs erste reicht's. Oh, war ein Einkaufskorb. Bier. Da trinken wir jetzt mal, ne? So. Kleiner Rausch. Der Rausch hat den Effekt, dass wir kaum Ausdauer verlieren. Aber jetzt wollen wir mal eine Schrotflinte in Aktion sehen. Ah, ziemlich laut. Und er hat natürlich einen Plan dabei. Sehr interessant. Wasserturm. Kann man da irgendwie... Muffiger Rucksack. Und eine Keule. Wobei die Keule könnten wir eigentlich verwerten. So. Dann kriegen wir nämlich ein bisschen Holz daraus. Vorratslieferung ist auch da. Weiß noch nicht, wo die gelandet ist. Da hinten irgendwo. Ist ja mal wieder typisch. Eine Mülltonne. Schimmliges Brot brauchen wir nicht. Würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal wieder in unsere Plünderwohnung. Der Schuss kommt ja sehr früh an. Ganz leise. Ich jage Hasen. Ach, da ist das Kanickel. Nee, ich bin nicht so gemein. Ich lasse das arme Kanickelchen laufen. Wir haben eh nur noch 8 Schuss. Mal gucken. Papier kann da rein. Die Münzen packen wir da rein. Stoffwetzen. Die leeren Glasflaschen können wir da auch reinpacken, meinetwegen. So. Flasche trübes Wasser. Scheißhaufen. Schrotflintenteile. Schrotflintenlauf. Die Pistole packen wir da rein. Ich glaube, der Rest da kann eigentlich hier drüben hin, ne? Blei. Zerbrochenes Glas. Dann behalten wir Nitratpulver. Ja. Und die Blutbeutel natürlich. Soll ja nicht alles verloren gehen, ne? Da hatten wir noch im Kühlschrank was. Tatsache, da hatten wir noch ein gekohltes Wildbret. Komm. Gönnen wir uns jetzt mal. Gesehen? Und schon haben wir das Wohlbefinden wieder erhöht. Schnell und einfach und unkompliziert. Oh, dann wollte ich da ganz gerne hin. Ah, zu schade, dass ich kein Scharfschützengewehr habe. Egal, das ist nur ein Zombie, den machen wir mit Knüppel platt. So, von hinten erschlagen. Aber nicht mit der Bratpfanne. So, wieder Mine reingeschmissen. Was haben wir denn hier Schönes? Das verwerten wir. Das nehmen wir mit.
Da ist nichts. Ein Einkaufswagen. Den müssen wir uns unbedingt merken. Ich habe jetzt keine Lust, durch die Tür zu brechen. Und weil es hier so wunderbar hell ist, so wunderschön ausgeleuchtet, kommt jetzt hier die Taschenlampe zum Einsatz. Stuhl, Schrank, Glas. Papier wetten wir? Oh, gar nichts. Ganz was Neues. Kaffee brauchen wir nicht. Leere Gläser. Die Kasse ist schon offen. Pillendose. Ach, wir sind in der Apotheke. Das ist sehr gut. Apotheken sind immer gut. Ein Bierchen. Das nehmen wir auch alles mal mit. Das nehmen wir auch alles mit. Das nehmen wir nicht mit. Also Tabletten und sowas, das kann man immer gut brauchen. Siehst du, da haben wir wieder Vitamine. Vitamine und Naschen. Nochmal Vitamine. Patronenhülsen. Sehr gut. Da scheint wohl irgendwo ein Zombie festzustecken. Aber wenn das so weitergeht, ne? Dann sind wir bald bestens ausgerüstet. Der Zombie stört mich gerade ein bisschen. Der scheint aber irgendwo oben rum zu kriechen. Oder nebenan. Und der hat uns gerochen. Deswegen ist er auch gerade so ein bisschen hibbelig. Soll es nicht stören. Solange er da hinten bleibt, ist alles in Ordnung. Okay, so eine Schiene zwischen Pillendosen. Wenn es so weitergeht, dann sind wir bald bestens versorgt. Zumindest was Medikamente und sowas angeht. So. Den können wir mal kurz lesen. Wissenschaft ist jetzt auf Level 6. Den alten Stuhl nehmen wir mit. Den Einkaufskorb nehmen wir auch mit. Weil den können wir später noch gut gebrauchen. Weil ich euch noch sagen, wofür. Beziehungsweise, ich glaube, es ist besser, wenn ich es euch einfach zeige. Ich glaube, das ist das Klügste. Ich zeige euch einfach, wofür das später ist. Falls ihr es nicht schon selber wisst. Würde ich sagen, gehen wir als erstes durch die Tür. Dann haben wir hier Mülltonne. Weg damit. Den verwerten wir. Das nehmen wir mit. Das lassen wir. Was haben wir hier? Menschliche Scheiße. Ja.
Boah, Scheiße, sagt man nicht, aber das ist halt nun mal Scheiße, dafür kann ich nichts. Das steht nun mal halt so da. Was soll ich dazu sagen? So, das nehmen wir mit. Spiritus nehmen wir auch mit. Patronenhülsen. Sehr gut. So, der ist gesperrt. Ja, 16:25. Oh, ich sehe gerade, unsere Zeit ist um. Wir sehen uns, wenn die Tür offen ist. Bis denn. Tschüss.